Es gibt eine Seite von The Office, die selbst hartgesottenen Fans verborgen bleibt, die vielen Stunden an gelöschten Szenen, die es nie in die Folgen geschafft haben. Einige Episoden haben so viele, dass man schon eigene Episoden daraus machen könnte. Und sie sind genauso lustig wie die anderen Witze, die wir endlos zitieren können. Unvergesslich ist, wie Michael, frisch von seinem Urlaub in einem Resort auf Jamaika zurück, auf eine Steel Drum schlägt und seine Mitarbeiter mit einem Ständchen über seine Gefühle beglückt. That's all I know so far, but I'm gonna keep practicing. It's good. Er hat keinen Schimmer, dass er seinen Kollegen gerade nicht das Inselleben näher bringt, sondern sie von ihrer Arbeit abhält. Und gleichzeitig hat er keine Ahnung, dass das Foto von Jan beim Sonnenbaden das Büro umkrempeln wird. In dieser gelöschten Szene wirkt er mit seiner Ernsthaftigkeit schon fast niedlich. Michael klingt einfach nur peinlich, als er versucht, sich an den Songtext von Harry Belafonte's Deo zu erinnern. Und nein, er ist nicht einmal nah dran. Er erzählt, dass er jetzt will, dass sich jeder neue Tag wie ein Tag in Jamaika anfühlt, wo er vom ersten Sonnenstrahl geweckt wurde, eine Mango gegessen hat und danach den Tag mit jemandem verbracht hat, den er liebt. Michael hat keine Ahnung davon, wie er sich damit zum Affen macht und wie chaotisch die Sache mit Jan und seinem Job noch wird oder wie sehr er seinen Mitarbeitern auf die Nerven gehen wird. Er ist einfach glücklich mit seiner neu gefundenen Urlaubsidentität. Ryans Abstieg vom gutmütigen Hilfsarbeiter hin zum schmierigen, protzigen Trickbetrüger ist eine der befriedigendsten Charakterentwicklungen von The Office. Es ist nicht so, dass er schon immer teuflisch wirkte, nur zutiefst und unerbittlich selbstgefällig. Sogar in den Tiefen seiner tiefsten Momente, von blondierten Haaren in einer Bowlingbahn bis dahin, dass ihn seine Mutter zur Arbeit gefahren hat, hat er doch niemals sein unverdientes Gefühl der Überlegenheit verloren. Das Publikum liebt es, Ryan zu hassen. Die Welt ist so voller Ryans. Er versucht, ein Hipster-Fotograf zu sein, der faulste Startup-Gründer der Welt, und hat sogar sein Baby einfach bei einem Fremden gelassen, um einer endlosen co-abhängigen Beziehung zu folgen. Diese gelöschte Szene gibt dem Zuschauer eine Einsicht darin, wie Ryan begründet, Ryan zu sein. Er erklärt Kevin, dass jemand anderes all die schlimmen Dinge gemacht hat, die er begangen hat, und dass dieser Typ für immer und ewig der alte Ryan sein wird. Er ist jetzt Ryan 2.0 und muss immer noch mit den Lasten der Vergehen eines anderen Mannes leben. Warum sollte er noch bestraft werden, wenn die Sünden von diesem anderen Mann eh schon tagtäglich auf ihm lasten? Das ist total widerlich und macht total Sinn. Außerdem macht es den Moment noch besser, als Kevin den gleichen Trick an ihm durchzieht. Die Beziehung von Jim und Michael hat viele Formen. Zum Beispiel war es die pure Freundschaft, als Jim seinen unbeholfenen Boss seine Gefühle für Pam anvertraut. In anderen Momenten war es einfach nur ein Spiel darum, mit wie vielen Dingen Jim direkt vor der Nase seines Bosses davonkommen könnte. Manchmal wurde das sogar richtig feindselig, aber sie waren sich immer wichtig, von dem Moment an, als sie sich kennenlernten, bis zu dem Tag, an dem Michael nach Colorado ging. Diese gelöschte Szene aus Die Kampagne ist ein Beispiel der Herzlichkeit, die immer schon die Basis der Kameradschaft zwischen Jim und Michael war. Ja, Jim haut Michael oft übers Ohr, was letztendlich darin gipfelt, dass Michael sein eigenes Büro aufgibt. Michael wirkt auch ziemlich albern im Gegensatz zu Jims Scherzkicks-Charme. Aber Jim hilft seinem Freund oft, seinen Kopf wieder gerade zu rücken, und am Ende der Episode organisiert er eine Sondervorführung von Michael Scotts produzierter Werbung in Poor Richards Pub. Wenn Michael einen Anzug zum Aufspielen braucht, steht Jim mit einem zur Verfügung. Michael gibt ihm währenddessen kreative Möglichkeiten an seinem Arbeitstag. Der vielleicht beste Trick von The Office war das Casting des echten Rockstars Creed Bratton als eine fiktionalisierte Version von sich selbst. Brattons Performance wich nie wirklich von der Wahrheit des Originals ab. Der ehemalige Musiker spielte in der Band The Grassroots von 1960 und endete als eine bizarre Interpretation von sich selbst aus einem alternativen Universum in The Office. Sein Charakter ist ein Kind des Flower Powers durch und durch, von den Mongo-Bohnensprossen, die auf einem feuchten Tuch in seiner Schreibtischschublade wachsen, bis hin zu seiner Maschine für gefälschte Ausweise. Er vergisst manchmal, seinen Job zu machen, aber er findet auch immer einen Weg, um das zu verheimlichen. In dieser gelöschten Szene verhält sich Creed, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Kompetent. Wir sehen den Mann, der einst mit Janis Joplin und The Doors tourte, auf einem Partyboot in Pennsylvania abrocken und dabei E-Gitarre spielen, als wäre er dafür geboren. Now I do quality assurance for a paper company. As you can imagine, drugs played a part. Wenn diese Szene eingefügt worden wäre, wäre das die einzige Anerkennung der Geschichte des Schauspielers bzw. Charakters vor dem Finale gewesen, indem er dann endlich einen Akustiksong spielte. Die Verspätung seiner Enthüllung ist lustig anzuschauen, aber die gelöschte Szene zeigt die Belegschaft von Dunder Mifflin komplett verblüfft über die Talente ihres Kollegen. Er schafft es vielleicht nicht, einen Telefonanruf länger als 90 Sekunden durchzuhalten, aber er spielt, als ob er Woodstock nie verlassen hätte.
Das vorgetäuschte Feuer, das Stanleys Herzinfarkt auslöste, wurde zur Legende in The Office. Es war eine großartige Eröffnungsszene, von der Eskalation von Dwights Zigarette im Mülleimer bis zu dem Moment, als Angelas Katze aus der Decke fällt. Aber die sozialen Medien haben den Clip zum neuen Leben verholfen, während er überall zwischen Tumblr und Twitter kursierte. Stanleys Kollaps ist dann nur noch die Kirsche auf einer sehr verrückten Comedy-Sahnetorte. I'm gonna give him mouth to mouth. No, don't give him mouth to mouth for this. Do you swallow his tongue? Open your mouth! Michael! Don't swallow it! In dieser gelöschten Szene kauft Michael einen tragbaren Defibrillator und wir sollten uns eigentlich sicher sein, dass er damit niemanden elektroschocken will. Aber The Office hat schon bewiesen, dass sie sich nicht davor scheuen, den Charakteren weh zu tun. Schließlich hatte gerade jemand einen Herzinfarkt und es gab auch schon eine Episode, die sich nur darum drehte, dass Michael Meredith mit dem Auto umgefahren hat. Aber das Lustige daran kommt erst von Michael, der versucht, sich mit seinem Erzfeind Toby anzulegen. Als Michael ins Nebengebäude geht und seinen größten Feind um einen Handschlag bittet, sind wir schon fast überzeugt, dass Michael gleich den zweiten Mitarbeiter ins Krankenhaus schickt. Zum Glück für Toby ist der Prank offensichtlich und Michael ist damit nicht erfolgreich. Aber für einen Augenblick ist das Publikum zwischen Horror und Heiterkeit hin und her gerissen. Wer konnte sich vorstellen, dass Phyllis mit ihrer Liebe für knallige, bunte Umstylings, bezaubernde Handarbeiten und ihrem umwerfenden Parfüm so bizarr enden würde? Ihre Ehe wurde von einer reizenden Facette des Büros zur sexuellsten Beziehung der Serie. Sie nahm Rache an Angela für Straftaten, die im Namen der Partyplanung verübt wurden. Und hey, erinnert ihr euch daran, dass sie zugab, ein Kind zur Adoption freigegeben zu haben und sie glaubte, dass Erin eben dieses Baby gewesen sein könnte? Phyllis' Tiefen waren verrückt, lustig und meistens ziemlich liebenswert. Aber in einer gelöschten Szene wurden die Dinge total makaber. Phyllis gibt unumwunden einen Totschlag zu, mit dem sie und Bob gerade so davongekommen sind. Eine Straftat, die sie sich noch nicht einmal selbst eingestehen kann. Dieser Humor ist so düster, dass es Sinn macht, dass die Szene rausgeschnitten wurde. Aber als gelöschte Szene im Quasi-Kanon der Serie ist es wirklich schrecklich komisch. Bevor Andy sich in Erin verliebt und wieder entliebt hatte, noch bevor er der Boss war, war er ein fummeliger Geschäftsmann mit nichts außer einem Abschluss von der Cornell University. Einer der ersten Tiefschläge, die er einstecken musste, war die bittere Erkenntnis, dass die junge Frau, die er gerade datete, eine minderjährige Highschool-Schülerin war. The Office holte ein bisschen mehr Komik aus der eigentlich kriminellen Situation in dieser gelöschten Szene. Andy konfrontierte seine Freundin wie in einem Comic. Jim versucht, Andy davon abzuhalten, sich schuldig zu machen, und es wird immer klarer, wie Andys Freundin und ihre Freunde ihn nur als Zugang zur Welt der Erwachsenen ausgenutzt haben. Das Rausschneiden dieser Szene konzentriert die Handlung mehr auf Andys Versagen, sich selbst in Scranton zu etablieren und macht es so weniger beschämend. Manchmal kommt die Komik von den Dingen, die wir nicht sehen. Es macht Sinn, dass wir nicht viel davon sehen, wie Michael im Koi-Becken der gleichnamigen Episode der 6. Staffel herumplanscht, besonders da das meiste der Geschichte davon abhängt, wie genau er hineingefallen ist. Aber eine gelöschte Szene zeigt die Aufnahme einer Überwachungskamera mit dem Sturz und seinen Folgen und offenbart die ganze Sache als eine großartige Comedy-Show. Carol zeigte seine Comedy-Talente in der Show sehr selten und schafft es, die ganze Sache in eine opernhafte Odyssee zu verwandeln. Er unterschätzt wiederholt, wie weit die Kante des Teiches weg ist, während er ausrutscht und stolpert. Die Fische sind verwirrt und wie wir später in der Folge auch noch lernen, durch Michaels Reinfall auch in Gefahr. Michael, The custodian called again. Apparently a koi has died. It's a fish. Und währenddessen schwingt die Überwachungskamera ruhig von links nach rechts. Es ist einfach nur noch perfekt absurd und das erinnert uns daran, wie gut Körperkomik sein kann. Die Rivalität zwischen Jim und Dwight war vom Anfang bis zum Ende eine der stützenden Säulen von The Office. Das, was die Spannung zwischen ihnen so besonders macht, ist, dass Dwight nie aufgehört hat zu glauben, dass er der höhere Mensch ist, obwohl Jim ihm so oft schon einen Dämpfer verpasst hat. Laut ihm selbst ist Dwight die wahre Autoritätsperson im Büro, das Alpha-Männchen, ein Genie und so unglaublich perfekt darin, er selbst zu sein, dass sogar seine zweite virtuelle Persönlichkeit ein Geschäftsmann der Papierbranche aus Pennsylvania sein muss, der eine eigene Rübenfarm besitzt und bewirtschaftet. Es ist Dwights Ego, das diese gelöschte Szene so besonders sein lässt. Dwights Passwort ist Frodo, weil das halt so ist. Und dann ändert er es in Gollum, weil er das halt so macht. Eine kleinere Serie hätte Jim zum einschüchternden Tyrannen und Dwight zum umhergetretenen Sündenbock gemacht. Aber der Cast und die Crew von The Office wissen, dass Dwight sich nie zu einer peinlichen Karikatur seiner selbst degradieren lassen würde. Er ist der ehrenamtliche Sheriff und würde seinem Rivalen niemals auch nur einen Hauch von Schwäche zeigen. Aber das Publikum jubelt für beide, weil niemand ernsthaft verletzt wird und Dwight und Jim sich gegenseitig brauchen, um ihre Tage bei Dunder Mifflin zu überstehen. In dieser gelöschten Szene steht Dwight vor dem größten Dilemma seines Lebens. Wenn die Autorität
Identität gefährdet ist, wem soll er dann gehorchen? Er kommt eines Tages ins Büro, findet seinen Schreibtisch in Polizeiabsperrband eingewickelt vor und fragt sich, was passiert ist. In einem ersten Instinkt schaut er zu Jim, der offensichtliche Witzbold war. Auf der einen Seite sieht Dwight sich als den größten aller Anführer. Das belegt er durch die Zeit, als er selbst der Manager war. Er wurde zu einer Art Diktator, bestellte Porträts von sich für den Konferenzraum und ließ sein Büro so schwarz wie möglich streichen, um seine Mitarbeiter einzuschüchtern, die er nur als seine Untergebenen bezeichnete. Und trotzdem wird Dwight von seiner Unterwürfigkeit definiert. Er verliert nie die Chance, den Assistenten für Michael und alle, die nach ihm die Rolle des Managers einnahmen, zu spielen. Ganz egal, ob er dabei seine Würde aufs Spiel setzt. Für Dwight gibt es keine Würde ohne Hierarchie. Hauptsächlich wird er zum Roboter, der mit einem Paradoxon konfrontiert wird. Wir sehen Dwight oft auf Peinlichkeiten reduziert, aber wir sehen ihn selten eine Rolle darin spielen. Staffel 4 hatte einen guten Start und das nicht nur, weil Jim und Pam sich endlich ihren Gefühlen hingeben. Dieser schon lange andauernde Handlungsstrang spielt eher eine Nebenrolle zur eigentlichen Eröffnungsszene der Staffel, dem Moment, als Michael Meredith mit seinem Auto umfährt. Die gesamte Serie kam von diesem Moment auf dem schmalen Grat zwischen Horror und Heiterkeit, der in The Office bis auf einen genialen Höhepunkt zuspitzt. Er wurde zur TV-Legende. Was könnte jemals Michael Scott's Dunder Mifflin Scranton Meredith Palmer Memorial Promi Tollwood Bewusstseins-Pro M Volkswetter für ein Heilmittel toppen. Die gelöschte Szene, in der alle Meredith im Krankenhaus besuchen, kommt so nah wie sonst nichts anderes. Es ist eine Symphonie der Unbeholfenheit, eine perfekte Mischung aller Charaktere in ihrer lebendigsten Form. Angelas schlechte Einstellung und Kevins stumpfer Narzissmus können von Michael gerade so in Zaum gehalten werden, der natürlich Überstunden macht, um jeden zu überzeugen, dass er hier nicht der Schuldige ist. Diese Szene zeigt alles, was diese Charaktere so verrückt, liebenswert und natürlich auch unvergesslich macht. Sie haben vielleicht nicht die Tollwut ausgerottet, aber sie haben sich einen Platz in unserem Herzen verdient. Schaut euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsserien. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst.